Hey Leute, was geht? Und jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind heute mal wieder als Krimineller auf Notruf und Fakes. Heute jedoch wieder mit Handcam. Hui, und ich würde sagen, let's go. Wir haben 13 Polizisten, ich bin ausgerüstet mit Schlagringung und G36 in der Leiter und einem Cookie, 9 Red Bull. Soweit erstmal zu meiner Ausstattung. Sorry, wenn sich meine Stimme ein bisschen anders anhört, ich bin ein bisschen müde, aber egal. So, wir überfallen jetzt den Juwelier. Guck mal, was uns da so erwartet. Ich würde sagen, ich nehme erstmal 2 von diesen Kästen mit und danach fahren wir erstmal weg. So, ich höre auch Sirenen. Okay, jetzt auch perfekte... Das Timing wegzufahren. Mein Fahrzeug buggt. Ich konnte nicht losfahren wegen dem Bug, dass man nicht losfahren kann. Egal, ich glaube, das schaffen wir trotzdem. Wir fahren jetzt erstmal hier über den Bahnübergang und bleiben hier da erstmal stehen. Da hinten kommt ein Fahrzeug. Das ist schlecht. Wobei, das ist ein S5. Das kann keine Polizei sein. Ist schon mal gut zu wissen. Da steht ein X3. Solange der jetzt nicht zu uns kommt, ist alles okay. Wir verkaufen mal schnell die Juweliersäcke. Und ziehen die Crime Boss Uniform. Wobei, nee, das machen wir erst, wenn wir sie brauchen. Dann sind wir nicht ganz so... das Polizei. Okay, wir fahren mal weg. So, ich habe jetzt mal mein Fahrzeug repariert, damit wir da keine Probleme bekommen. Ich würde sagen, dann machen wir mal den Toolshop. Weil hier unten in dem Bereich der Map sind ja nicht ganz so häufig Polizisten. Oh, ich habe gerade schon eine Sirene gehört. Ein Geldschein müssen wir hier noch einsammeln. Und dann laufen wir weg. Haben jetzt schon mal 4K immerhin. Und das Geld, was wir von den Juweliersäcken bekommen haben. Hinter uns ist ein M5, das ist sehr wahrscheinlich Polizei. Aber wir sind weggekommen, wir haben hier keine Probleme. Das heißt, wir haben einfach ein bisschen Gewinn gemacht, ist doch super. So, ich würde sagen, wir überfallen mal die Container. Ich höre jetzt hier Sirenen, das ist natürlich schlecht. Ich würde sagen, wir machen erstmal nur einen Container, fahren dann erstmal auf Sicherheitsabstand und machen dann den zweiten. Okay, mal gucken, was wir hier so drin haben. Keine Waffe. Keks haben wir immer. Das ist sehr, sehr gut für HP. Okay, wir haben alles eingesammelt. Wir laufen mal schnell weg. Bis jetzt habe ich noch keine Polizei gesehen. So ist es gut. So, wir haben auf jeden Fall 4 Cookies. Auf mich wird geschossen. Da hinten war ein BMW. Ich versuche mich jetzt hier hinter mal ein bisschen zu verstecken. Das heißt, wenn die Polizei wieder weg ist, können wir wieder neu überfallen. Hier fährt jetzt aber ein Passat lang, wobei der steht da hinten nur. Ja, wir warten einfach mal kurz. Okay, der Passat fährt weg, das ist sehr, sehr gut. Wir warten jetzt nochmal ganz kurz, aber begeben uns schon mal langsam auf den Weg zum Schiff. So, dann überfallen wir den zweiten Container, hoffen auf eine gute Ernte. Okay, perfekt. Wir haben immerhin ein Bajonett, oder eine Machete, sorry. Eine Machete, 4 Geldscheine und 3 Red Bulls. Ich würde sagen, das ist gut. Kann man alles gut verkaufen. So, die Red Bull sammeln wir von hier draußen ein, damit wir halt nicht direkt überrannt werden. Also ich würde sagen, Red Bull habe ich mittlerweile genug. Genau hier haben wir eine schöne Machete. Die wird uns relativ wenig bringen, aber kann man verkaufen. Wir fahren jetzt doch jedoch erstmal weg zum Dealer, um auch ein paar Sachen zu verkaufen. Wobei, wir haben nur die Machete, Red Bull und Cookies behalte ich. Alles klar, bei der Bank ist anscheinend was los. Okay, da sind welche am Boden, hier auch. Ist ja mal eine interessante Sache. Wir verkaufen mal schnell die Machete, bekommen da immerhin 900 Euro für. Kann man sich nicht beschweren. So, wir überfallen jetzt nochmal den Juve. Hier drin scheint aber ziemlich leer zu sein. Wir überfallen trotzdem nochmal ein bisschen. Okay, hier sind anscheinend andere. Okay, der Krimi hat auf mich geschossen, warum auch immer. Warum schießt er? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir laufen weg. Warum will der uns jetzt schlagen? Okay, jetzt muss ich 2 Krimis da machen. Perfekt, weil die auf mich schießen und der andere mich schlägt. Ich habe denen nichts getan. Ich habe nur den Juve überfallen und der schießt plötzlich auf mich. Aber ein Sani versorgt sie jetzt immerhin. Perfekt. So, ich würde sagen, wir tanken einmal unser Kfz für 373 Euro. Und danach... Holen wir uns das Geld wieder zurück? Nein, wurde schon ausgeraubt. Okay, dann holen wir uns das Geld doch nicht zurück. Also jetzt mal so eine Frage. Ist es dumm, jetzt hier in die Bank reinzulaufen? Ja, okay, lassen wir lieber. Das sind wirklich ein paar Leute zu viele. Zu viel. Und wir werden von einem X3 verfolgt. Perfekt. Egal, das schaffen wir, glaube ich, locker. Perfekt. Ich glaube, wir sind jetzt gleich weg. Fahren hier jetzt noch einmal aufs Gelände vom ADAC.
Wobei, das hat er gesehen. Oh. Ey, wir waren das nicht. Bitte, bitte fahr nicht zu uns. Ja, er fährt zum ADAC. Perfekt. Und der X3 fährt wieder zu uns. Perfekt. Ich habe ihm nichts getan. Egal, wir fahren jetzt hier auf der Autobahn, Schnellstraße, Bundesstraße, Landstraße, was auch immer. Einmal schnell weg, geben Vollspeed und dann schaffen wir das locker. Jetzt mit 270 durch den Tunnel. Sehr, sehr gut. Gut, jetzt driften wir hier gekonnt nochmal. Und dann hat sich die Sache, glaube ich. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Jetzt ist der X3 schon wieder da und ein anderer X3 ist auch jetzt wieder bei der Verfolgung. Ich kann nicht mehr. Egal. Schaffen wir jetzt hier noch einmal lang. Perfekt, das haben wir locker flockig gemacht. Oh, jetzt der X3 wieder hinter mir. Och Mann, ich will doch einfach nur hier eine Wobbly machen. Dürften hier gekonnt um die Ecke und ja, haben ihn, glaube ich, jetzt endlich abgeschüttelt. Hoffe ich. So, ich würde sagen, da wir die schlauesten Ideen haben, laufen wir in die Bank rein und sprengen die einfach mal auf. Okay, das war doch keine schlaue Idee, weil hier einer reinkommt. Das wäre jetzt wirklich nicht schlau. Da kommt einer, wir müssen aufpassen. Da laufen mehrere rein. Ich glaube, der hat mich gesehen. Der hat mich festgenommen durch die Wand. Aber hier ist ein Kümi, hier ist ein Kümi. Bitte, 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 bitte. Nein, er hat mich zu spät. Hätte er den eine Sekunde früher bekommen, wäre alles gut. Nur jetzt sitze ich hier im Fahrzeug. Das war's dann auch wieder komplett. Wir dürfen jetzt hier wieder 10 Minuten warten, bis der wiederbelebt wird und wir dann aus dem Fahrzeug sind oder im Gefängnis sind. Perfekt. Wäre der eine Sekunde früher down, wäre alles gut gewesen. Der, der uns geholfen hat, ist jetzt gleich anscheinend auch down. Das ist ja auch wieder super. Ich hatte halt die Hoffnung, vielleicht hilft er uns oder bekommt uns doch. Da sind wir im Gefängnis. Freuen wir uns. Eine super Sache, das ist wieder. Wir sind wieder frei. Ich würde sagen, wir fahren direkt los. 13 Polizisten, wir suchen uns einen Dealer. Wo haben wir denn einen? Einen beim Gefängnis. So, wir starten von neuem. Alles klar, hier bei der Bank ist ein bisschen los. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Auf uns wird geschossen. Hilfe. Ich habe nichts gemacht, bitte. Bitte, nein. Achso, die schießen auf den. Wir halten uns da mal raus, würde ich sagen. So, wir sind jetzt bei der Guess and Go. Ich grüße einmal Tilo. Vielleicht können wir dir jetzt überfallen. Ja, können wir. Perfekt, dann machen wir das auch einmal schnell. Holen wir uns das Geld vom Tanken vorhin zurück. Und für da ein bisschen Spritgeld kann man ja immer mal gebrauchen. Polizei ist da, Polizei ist da. Wir haben verkackt. Danke für nichts. Schnell weg. Mein Fahrzeug ist gleich kaputt. Warte. Nee, alles gut. Unser Fahrzeug ist jetzt natürlich so gut wie kaputt, aber wir schließen uns mal an, weil hier machen ein paar Leute den Juve. Schließen wir uns einfach mal an. Okay, ich höre schon Sirenen. Sehr schlecht. Wir nehmen erstmal 4 Säcke mit. Polizei fort, glaube ich. So, wir verkaufen direkt mal die Juweliersäcke. Ja, let's go. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Polizisten, die auch Stopsticks platzieren. Wir müssen mal zum ADAC, weil unser Fahrzeug ist so gut wie kaputt. So, ich würde sagen, wir machen die Bank einmal, weil die da hinten sind mit sich selbst beschäftigt. Dann laufen wir mal schnell rein. Weil solange die da irgendwie rumballern, ist für uns eigentlich alles hier soweit in Ordnung. Wir zünden schnell die Bombe. Erst läuft nicht bewaffnet, das ist natürlich ein Nachteil. Wir machen mal schnell hier die Tür schon mal kaputt. Ist das SEK? Nee, zum Glück nicht. Das wäre es jetzt gewesen. Wir platzieren mal direkt die Leiter. Ich höre Schritte, ich höre Schritte. Aber es sind bis jetzt noch kein SEK, doch das SEK. Ein SEK down. Ich bin sehr stark angehittet. Polizei ist aber schwer verwundet. Wir müssen mal hoch. Auf uns wird weiterhin geschossen. Wir sind oben perfekt. Das wäre jetzt sehr interessant. Wir müssen gucken, dass uns keine Polizei folgt. Ich glaube nämlich schon, dass uns welche verfolgen. Ich nehme ja sicherheitshalber einen Keks immerhin. Da kommt einer. Okay, ist down. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ist das Polizei? Ja, ist Polizei, Hilfe. Eine Polizei down, ein Polizist down. Ist das Polizei da hinten? Ja, ist Polizei, oder? Hatte der gerade einen Taser? Ja, der hat einen Taser. Okay, ist down. Er wird getasert, aber er ist nicht down. Ich habe nicht mehr so viel Muni. Und ich muss mir mal nochmal einen Cookie nehmen. Ist er down? Ich glaube, wir können.
Wir müssen sogar eigentlich mal hier runter. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier runter überlebe. Okay, da haben wir jetzt einen Down. Von hinten wird geschossen. SEK, SEK. Hab ihn ein paar Mal gehittet. Er ist down, perfekt. Das war knapp. Schade, wir kommen hier leider nicht rein. Egal. Wir müssen mal runter. Oh, wir haben 4 AP verloren, aber nicht zu viel. Nein, ist SEK. Auf uns wird geschossen. Ich bin so gut wie down. Ich brauche Cookies. Ich brauche Cookies. Bitte, Cookie. Cookie. Okay, wir helfen mal unseren Kollegen. Weil die haben uns ja eben auch geholfen. Okay, einen habe ich, aber es ist nichts mehr zu helfen. Meine Waffe ist leer. Meine Waffe ist leer. Ich brauche neue Munition. Verkaufen wir noch einmal schnell das Gold. Und jetzt müssen wir gucken, ist das Polizei? Nee, sicher nicht. Ich wurde umgefahren. Hilfe. Auf uns wird geschossen von da hinten. SEK. Ich wurde einmal gehittet. Ich wurde schwer gehittet. Sehr schlecht. Ich versuche mich mal hier hinter so ein bisschen zu verschanzen. Okay, hab einen. Hab einen. Oh, ich bin down, ich bin down. Hilfe. Ich hab den einen Polizisten noch bekommen, aber jetzt bin ich down. Das ist natürlich schlecht. Hier sind zwar ein paar Leute. Ich glaube, der Großteil ist auch bewaffnet, aber tja, jetzt sind wir down. Und da ist Polizei. Hilfe. Leute, ihr müsst aufpassen. Okay, Taser-Schuss ist daneben. Oh, jetzt schießen die, bitte. Einer von uns dann ist down. Zweiter ist auch down. Es kann auch nicht sein, dass einer SEK und da zwei von uns Gold hat. Er hat keine. Ja, gut, das war's für uns, glaube ich. Wir bräuchten eigentlich mal Sunny, aber es kommt keiner zu uns, leider. Da liegen wir. Also einer ist noch da und jetzt kommt ein Sunny, glaube ich. Ja, ein Sunny, perfekt. Ich hoffe, der belebt uns schnell wieder. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Jetzt kommt aber auch Polizei. Nee, das ist doch Polizei. Die schießen. Hilfe, er ist so gut wie down. Bitte, ich brauche schnell, schnell, schnell. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Ich glaube, er ist down. Er ist gleich down. Ich brauche schnell, 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 schnell. Bitte, ich muss laufen. Hilfe, Hilfe. Jetzt kann ich laufen. Okay, er ist auch bewaffnet. Wo ist SEK? Ist im Auto, hab ihn ein paar Mal gehittet. Chaos pur hier gerade. Da ist noch ein Polizeiwagen. Wo ist hier SEK? Er ist bei uns. Das ist noch Polizei. Okay, ein Polizist ist down. Hier ist aber noch SEK irgendwo. Ja, da. Oh Gott, sind hier viele Menschen. Nein, 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 nein. Nein, nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Das mag ich nicht. Hab ihn ein paar Mal getroffen, bin so gut wie down. Sehr ärgerlich. Da schießt noch einer, ist aber nur Krimi. Meine Munition ist so gut wie leer. Ich muss eigentlich mal zu dem Dealer da. Da ist SEK noch. Da ist ein BMW, der überrennt uns, glaube ich. Nein, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Hilfe. Ich kann nicht fahren, mein Fahrzeug ist irgendwie. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Warum hat er sein Fahrzeug abgeschlossen? Warum hat er sein Fahr. Warum hat der Sunny sein Fahrzeug abgeschlossen? Langsam schrumpft der Widerstand. Es ist nur noch einer, glaube ich. Ja, perfekt. Der ist auch dort. Oh, ich lebe wieder. Warum war auch das Fahrzeug zu? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Einer von unseren ist wieder da. Ey, das ist ein bisschen nicht so schlau. Oh, zwei von unseren sind wieder da. Ich werde festgenommen. Anstatt dass sie sich auf die anderen konzentrieren, nein, ich werde festgenommen. Jetzt sitze ich im Lambo. Im Lambo. Bitte, 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 bitte. Nein, nein, nein. Ich glaube, es ist niemand da. Es ist niemand da, der mir helfen könnte. Ich bin im Fahrzeug. Schade, Marmelade. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Ich würde sagen, ciao, ciao.